Ausgangspunkt der Unterwesterwaldbahn ist Limburg an der Lahn. Auf der Strecke verkehren Züge des Typs GTW 26 der Hessischen Landesbahn. Auch wenn man mitunter noch Hinweise auf den vorherigen Betreiber Vectus findet. Mit der Ausfahrt aus Limburg beginnt die Fahrt über die 1884 eröffnete Strecke. Zunächst passiert der Zug die umfangreichen Gleisanlagen des Bahnhofs. Die Oberleitung über dem Dieseltriebwagen endet schon nach kurzer Zeit, denn mit Ausnahme der Main-Lahn-Bahn nach Frankfurt ist hier keine Strecke elektrifiziert. Hinter dem Bahnhof Staffel befindet sich der eigentliche Beginn der Unterwesterwaldbahn, die hier von der Oberwesterwaldbahn nach Westerburg abzweigt. Auf der Karte wird der parallele Verlauf der Unterwesterwaldbahn mit der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main deutlich. Im Sichtabstand verlaufen sie jedoch nur in Staffel und Montabaur. Gefahren wird auf der Unterwesterwaldbahn heute im Personenverkehr etwa einmal pro Stunde und Richtung, es gibt jedoch keinen regelmäßigen Taktfahrplan und einige längere Zugpausen. Da die Strecke nur eingleisig ausgebaut ist, muss in Goldhausen vor der Weiterfahrt ein Gegenzug abgewartet werden. Bereits seit dem Jahr 2000 wird die Unterwesterwaldbahn mit Ausnahme ihrer Endbahnhöfe von einem zentralen elektronischen Stellwerk ausgesteuert. Seitdem sind die Bahnhöfe mit modernen Kombinationslichtsignalen ausgestattet. Vier Kilometer nach Goldhausen erreicht der Zug mit dem Bahnhof Montabaur den Standort des Stellwerks und trifft zugleich auf die benachbarte Schnellfahrstrecke. Der heutige Bahnhof von Montabaur wurde zusammen mit der Schnellfahrstrecke als vollständiger Ersatz für seinen Vorgänger an einem neuen Standort gebaut. Regionalzüge und ICEs nutzen hier getrennte Gleise innerhalb des Bahnhofs. Für den Fernverkehr stehen vier Gleise zur Verfügung, wobei die äußeren den haltenden Zügen dienen, während die mittiggelegenen durchgehenden Gleise schnelle Durchfahrten ermöglichen. Für Regionalzüge steht hingegen nur ein Gleis zur Verfügung. Weitere Gleise dienen dem Güterverkehr auf der Unterwesterwaldbahn und dem verbliebenen Teilstück der Westerwaldquerbahn nach Valmeroth. Die ICE-Anbindung wird von vielen Pendlern aus der Umgebung für die Fahrt zum Arbeitsplatz nach Frankfurt oder Köln genutzt. Neben Montabaur erhielt auch Limburg beim Bau der Strecke einen eigenen ICE-Bahnhof.
Seit der Eröffnung der Schnellfahrstrecke kommen hier ausschließlich ICE-3 zum Einsatz, die anfangs auch als einzige eine Zulassung für die besonderen Verhältnisse auf der Strecke erhielten. Auf Gleis 5 fährt in wenigen Minuten die nächste Regionalbahn nach Sirshahn ein. Eine Weichenverbindung ermöglicht die Begegnung zweier Züge an derselben Bahnsteigkante, indem ein Zug den anderen bei der Ein- oder Ausfahrt umfahren kann. Die Fahrt geht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von weniger als 40 km/h gemächlich weiter. In diesem Abschnitt halten die Züge noch an den Haltepunkten Dernbach und Wirges. Schließlich fährt der Zug vorbei am mechanischen Fahrdienstleiterstellwerk in den Bahnhof Sirshahn ein. Die einstige Bedeutung dieses kleinen Knotenpunkts ist noch immer an den umfangreichen Gleisanlagen zu erkennen. Heute wird von den Sirshahner Bahnstrecken nur noch die Strecke nach Limburg im Personenverkehr befahren. Die einstige Verbindung durch das Brexbachtal nach Engers am Rhein weist seit Jahrzehnten keinen regulären Zugverkehr mehr auf und die Holzbachtalbahn nach Altenkirchen wird lediglich von wenigen Güterzügen befahren. Daher wurde auch der Nordkopf des Bahnhofs auf Handweichen zurückgebaut und das Wärterstellwerk aufgelassen. Einzig und allein im Güterverkehr ist der Bahnhof noch von größerer Bedeutung. Über die Unterwesterwaldbahn verkehren Güterzüge, die Ton in Richtung Frankfurt und weiter nach Italien befördern. Die Wagen werden in Limburg gesammelt und von E-Loks übernommen. Bei der Weiterfahrt weisen die Züge dann eine stattliche Länge auf und das Gewicht erfordert auf dem ersten Teil der Weiterfahrt den Einsatz einer Schublok.